herzlich willkommen. Hallo Jochen. Wir haben ja schon viel über Amazon gesprochen, gehört und ihr seid einfach der Treiber, das prägende Moment. Zum Einstieg vielleicht ein paar Worte zu deiner Person. Du leitest das ganze Feld, Seller Service nennt ihr das im weitesten Sinne, Marktplatz im Bereich. Zu deiner Person und wo steht der Marktplatz heute und wo wollt ihr hin damit? Genau, also erstmal machst du es mir ja gar nicht so leicht, weil ich stehe jetzt im Konkurrenzkampf zu den ganzen Currywurstständen. Der Blutzuckerspiegel ist im Eimer, 12.30 Uhr und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich erzählen soll, deswegen weil gestern und heute schon so Thema. Viel über Amazon gesprochen wurde. Aber in der Tat, also ja, Markus Schöberl, ich bin seit 6 Jahren bei Amazon, war auch immer im Bereich Marketplace tätig, verschiedene Sachen mit aufgebaut, auch mal Amazon Payments zum Beispiel, schöne Bändelchen hier. Und ja, vielleicht Marketplace, wo stehen wir heute? Aus meiner Sicht ist da wichtig, nochmal auszuholen, woher kommen wir eigentlich? Warum wurde Marketplace überhaupt ins Leben gerufen? Wir haben in 2, 3 Jahren unser 20-jähriges Jubiläum sozusagen und die Grundidee, warum Marketplace überhaupt gegründet wurde, war zu sagen, wie können wir den Kunden glücklich machen und was schätzen Kunden? Und einer der Faktoren ist definitiv eine möglichst große Auswahl an Produkten. Also eines unserer Leitlinien ist, Kunden die weltweit größtmögliche Auswahl an Sortiment anzubieten. Und wie passt es dann so ins Konzept? Das hat der ein oder andere sicherlich auch schon mal gesehen. Das ist dieses berühmte Flywheel, also dieses Schwungrad, was dadurch in Gang gesetzt wird. Ja? Also durch Händler kriegen wir weitere Sortimente. Das finden Kunden gut, da kommen mehr Kunden auf unsere Webseite, das zieht auch wieder mehr Händler an, weil dadurch mehr Umsatz gemacht werden kann. Es ist führt zu Wettbewerb, hat vielleicht auch positive Auswirkungen auf günstige Preise für die Endkunden und dadurch entsteht so ein Schwungrad. Ja, und das ganz Entscheidende für uns, und das galt damals, wie es heute noch gilt, wir sind nur erfolgreich, wenn die Marketplace-Anbieter erfolgreich sind. Das heißt, wir sind sehr bemüht, die richtigen Voraussetzungen zu schaffen, die Leitlinie, die uns da eigentlich antreibt, ist zu sagen, also im Englischen gibt es diesen schönen Begriff, wir empowern andere, ja, also wir befähigen, wir helfen anderen und ich glaube, dass das uns bislang ganz gut gelingt. Marketplace steht jetzt für ungefähr die Hälfte der verkauften Einheiten weltweit über die Amazon-Webseite. Trotzdem ist immer noch Tag 1. Es gibt wahnsinnig viel zu tun und vielleicht die 2 wichtigsten Punkte, die da zu nennen sind, also einerseits mit dem wachsenden Anteil durch Marketplace kommt auch für uns eine größere Herausforderung, die Kundenkauferfahrung weiterhin in dem Maße sicherzustellen, wie die Kunden das von Amazon gewohnt sind. Es vergessen ja immer manche, Marketplace ist ja nicht eine separate Webseite und auch kein separater Bereich auf der Amazon-Webseite, es ist integraler Bestandteil. Kunden suchen nach einem Produkt und an dem Produkt können auch Marketplace-Anbieter Angebote hängen und da eben auch weiter zu investieren, dass auch wenn Kunden bei Marketplace-Anbietern kaufen, dass die Kauferfahrung dem Amazon-Niveau entspricht. Da sind wir sehr bemüht, auch die Händler zu unterstützen. Also als ein Beispiel, vor 3, 4 Jahren, als wir die Diskussion hatten, wie können wir noch mehr Marketplace-Artikel in das Prime-Programm bringen. Ja, also die Prime-Kunden schätzen ja die Artikel, die im Prime-Programm sind, kostenlose Lieferungen und so weiter und so fort. Und bislang war das immer nur dann möglich, wenn die Händler auch unseren Logistikservice nutzen, weil dann kommt die Ware aus dem gleichen Logistikzentrum wie auch die Ware, die von Amazon selber als Händler verschickt wird. Und da können wir natürlich garantieren, dass es gut ist. Deswegen trauen wir uns auch, da so ein Prime-Logo dran zu machen. Es gibt mehrere, die schon vor Jahren gesagt haben, ich war einer davon, na gut, aber wir haben so wahnsinnig viele Artikel, die von Händlern selber verschickt werden und wir haben sehr fähige Händler, können wir denen nicht auch die Artikel Prime-fähig machen? Dann gab es halt das andere Lager, das gesagt hat, oh mein Gott, niemals, warum sollten wir das tun? Seid ihr wahnsinnig. So, und aber wiederum aus Kundensicht gedacht, ist es schön, deswegen haben wir jetzt das Programm ins Leben gerufen, dass eben auch Händler, die selber verschicken, am Prime-Programm teilnehmen können, unter gewissen Voraussetzungen. Und das Zweite ist, und da investieren wir auch sehr, sehr viel. Die Vision bleibt, dass eigentlich jeder Anbieter nur einmal die Produkte listen muss bei uns in einem Land und dann gleich global verkaufen kann. Das hört sich super einfach an, konzeptionell, ist aber in der Praxis halt wahnsinnig schwierig. Ich glaube, wir sind in Europa auf ganz gutem Weg mit so Programmen wie paneuropäischem Versand. Da muss ich tatsächlich nur einmal listen, dann listen wir die Artikel auf den anderen europäischen Webseiten. Wir übersetzen auch. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr mehr als 200 Millionen Artikel übersetzt. Und die Ware muss nur einmal an ein Logistikzentrum geschickt werden und wir verteilen die Ware dann im ganzen europäischen Netzwerk nahe am Kunden. Das heißt, der Händler muss sich eigentlich darum nicht mehr kümmern.
das Ganze auf einer globalen Skala hinzubekommen, mit Amerika, mit Japan, mit Indien, mit China und so weiter, ist brutal schwer, aber das bleibt unsere Vision und wir sind ja immer relativ stur in der Vision und halten da auch dran fest. Du hast mir jetzt eine lange Antwort, deswegen hast du mir jetzt wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte natürlich auch gegeben. Also nehmen wir mal mit Wohltäter natürlich. Also das Beste für die Kunden und für die Händler, Hersteller. Aber den anderen Aspekt, den finde ich durchaus jetzt auch spannend, weil ich glaube, da sieht man die Dynamik der Branche, Professionalisierung der Händler und Hersteller, die bei euch auf der Plattform sind. Du hast es jetzt ein bisschen aus Amazon-Perspektive beschrieben, was notwendig ist, um da überhaupt relevant werden zu können. Wie ist da die Entwicklung aus deiner Einschätzung heraus? Hat sich da viel getan? Gefühlt hat sich viel getan, weil viele Marktplatzthemen, Plattformthemen jetzt hochgekommen sind. Aber kann man das ein bisschen plastisch machen? Also ist immer die Frage, was heißt denn Professionalisierung? Ja, und ja, ich glaube, wir... Das ist sehr wertend. Wir hatten von Anfang an hohe Standards und haben die auch weiterhin. Und im Zweifel werden die Standards immer noch härter. Definitiv. Also wir haben hohe Erwartungen an unsere Marktplatzpartner, aber eben aus genau dem Grund, wir versuchen das kundenorientierteste Unternehmen der Welt zu sein. Es ist die Amazon-Webseite, keine separate Marketplace-Webseite. Und von daher, und das wissen wir auch, zahlt sich dann dieses Vertrauen, was die Kunden genießen in die Einkaufserfahrung, egal ob es von Amazon oder von dem Marktplatzanbieter ist, zahlt sich halt langfristig aus und zurück. Loyale Kunden, neue Kunden. Und von daher glaube ich schon, dass wir schon immer sehr, sehr hohe Standards hatten. Was man in der Tat tatsächlich aber bemerkt, ist, dass noch mehr Unternehmen in IT-Kompetenz investieren. Also nicht nur sozusagen klassische Handelskompetenz, wo kriege ich die Produkte her, von welchen Anbietern, sondern wirklich auch in IT-Know-how, in Daten-Know-how investieren. Und zum Zweiten dieses ganze Thema Händler, Hersteller, das vermischt ja und verschwimmt ja eigentlich immer mehr. Ich glaube, beides wird Bestand haben, aber mehr Hersteller gehen direkt an den Endkunden über das Internet und Kanäle wie Marketplace. Immer mehr Händler überlegen sich auch Eigenmarken mit ins Portfolio aufzunehmen. Und dadurch kommt natürlich auch entlang der Wertschöpfungskette eine Professionalisierung zustande. Und ich glaube, wir haben gestern Nachmittag ja auch ein paar Beispiele gesehen, ob das jetzt der Peter mit Chaltec ist oder der Jens mit KW Commerce oder auch Lesara. Ne? Also ja, Trend gibt es sicherlich, aber ich glaube, wir haben von Anfang an hohe Standards gehabt im Interesse der Endkunden. Jetzt habe ich festgestellt, immer eine der schwierigsten Fragen, die man euch stellen kann, ist, was sind denn so die Trends und die Themen, wo kommt was und wo sind Chancen und Perspektiven, weil es euch im Grunde ja egal ist. Also ihr gebt ja jedem die Chance oder nehmt jeden auf den Parkplatz, auf dem Marktplatz auf. Manchmal hat man schon komische. Der Amazon-Parkplatz, ja, auch schön. Ja. Aber kannst du dazu was sagen? Also du hast jetzt ein paar Beispiele genannt und ich bin jetzt darauf gekommen, auch auf die Frage, weil du sagst natürlich, die Eigenmarken kommen oder es kommen neue Player, die das wirklich ausschließlich nutzen, kommen natürlich auch Markenhersteller, das treibt ihr stark voran, irgendwie auch die Leute zu motivieren natürlich, in den Marktplatz zu kommen. Gibt es so bestimmte Felder, die im Kommen sind oder wo man was sagen kann? Ja, also ich glaube, was wir tatsächlich ganz gut hinbekommen haben, ist eine Infrastruktur zu schaffen, die erstmal so ziemlich jeder nutzen kann. Und dadurch maßen wir uns gar nicht an, so sehr vorzugeben, was sollte denn passieren. Also ja, ich und mein Team, wir gehen auf Unternehmen zu, die vielleicht noch nicht auf Marketplace verkaufen und sprechen mit denen. Überlegt euch das doch mal. Das ist aber eigentlich nur der kleine Teil. Der Großteil kommt ja von alleine. Und wir reden über viele, viele tausend Verkäufer, die tatsächlich Self-Service kommen. Und eines der Beispiele, gibt es ja auch schon Artikel drüber, einer unserer weltweit größten Anbieter, Anker, ja, die verkaufen keine Schiffsanker, sondern Elektronikartikel, Zubehörartikel unter der Marke Anker, 2011 gegründet, also vor 6 Jahren, machen jetzt 9-stellige Umsätze, 9-stellig, und die haben 4 Jahre lang mit keinem einzigen Amazon-Menschen gesprochen. Ja, auch ich habe heute früh auch die Frage bekommen, so, ja, wie kommt man denn an so einen Amazon-Account-Manager ran? So, ja, ist das eigentlich eine gute Sache? Also das, was wir, glaube ich, hinbekommen haben, ist eine Infrastruktur hinzustellen, die jeder nutzen kann. Mhm. Und deswegen gibt es dort auch ganz, ganz unterschiedliche Spielformen. Und ich glaube, eine, weil du auch nach Trends gefragt hast oder nach Möglichkeiten, eine der Sachen, die wir natürlich auch fördern, aber wo Riesenpotenzial liegt, ist das Thema Internationalisierung. In Deutschland, wir sind immer noch, glaube ich, Exportweltmeister, aber halt im produzierenden Gewerbe, im Handel nicht so sehr, im digitalen Handel schon gar nicht. Es gibt Ausnahmen, Zooplus und andere haben wir auch gehört jetzt auf der K5.
Unsere Marktplatzanbieter, da sind ungefähr 60% verkaufen mindestens mal in einem anderen Land, aber halt in einem. Und die Anbieter aus anderen Ländern, Spanien, Italien, USA, China, die sind da deutlich risikobereiter und da sehen wir noch sehr, sehr viel Potenzial. Und wir haben schöne Beispiele, so ein ganz, ganz kleines, lokaler Babyartikel-Fachmarkt, der Freudenthaler Kinderladen, Inhaber geführt, zwei Leute, klassisches stationäres Geschäft. Die haben wir in dieses Programm, was wir seit Januar am Laufen haben, Unternehmer der Zukunft mit reingenommen, haben mit denen geguckt, was kann man denn machen. Und die sind jetzt nach 4 Monaten, haben die Artikel an Kunden aus 28 Ländern verkauft und eine Eigenmarke ins Leben gerufen im Übrigen. Also da geht was, da geht noch viel mehr und deswegen Internationalisierung ist sicherlich ein Stichwort, was ich da in jedem Fall nennen würde. Also auch den Leuten, also natürlich auch bei euch, den Leuten bewusst zu machen, was geht und welche Richtung man rein kann. Ich glaube, was man besser versteht, dann, wenn du es auch so beschreibst, ist im Prinzip, dass natürlich vieles automatisiert ist und im Prinzip vieles der Logik geschuldet ist, was man macht. Aber nichtsdestotrotz ist ja ein unheimlicher Wettbewerb. Ich habe immer so das Gefühl, wenn man jetzt, Internet an sich ist schon wahnsinnig wettbewerbsintensiv, begibt man sich jetzt auf einen Marktplatz, das liegt in der Natur des Marktplatzes, wie Amazon Marketplace, ist es natürlich nochmal sehr viel intensiver. Was sind so die Regelwerken oder Werke oder die Grenzen, die ihr setzt? Also welches Produkt wird bevorzugt oder nicht bevorzugt? Das sind ja alles so Themen. Wir haben vorhin kurz besprochen, euer Marktplatz ist ja quasi offen und man konkurriert direkt miteinander im Vergleich zu manchem anderen, wo das besser gesteuert wird noch. Aber nichtsdestotrotz müsst ihr bestimmte Prämissen haben, sodass ihr sagt, so soll idealerweise unser Marktplatz funktionieren. Genau, das Grundprinzip ist Chancengleichheit. Das heißt, wir bevorzugen auch niemanden. Wir versuchen, dass alle sich an die gleichen Regeln halten. Im Interesse der Endkunden müssen wir ab und an mal die Regeln nachziehen und müssen uns auch auf neue Veränderungen einstellen, die sich da ergeben, definitiv. Aber wir haben in der Tat die Philosophie, dass es eben nicht darum geht, den einen tollen Partner zu bekommen, nur weil er jetzt schon groß ist, sondern uns sind im Zweifel 1000 kleine Unternehmen, die jetzt auf Marketplace ihr Unternehmen gründen, viel lieber. Viel lieber ist relativ, wir haben gerne beides. Aber tatsächlich Chancengleichheit und allen diese Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, das treibt uns eigentlich an. Und daher auch diese Self-Service-Philosophie, dass wir APIs und Tools und Features und Services zur Verfügung stellen, die im Prinzip auch jeder nutzen kann. Jetzt ist natürlich, ich höre schon im Grunde die innerlichen Proteste, wenn du das so beschreibst jetzt von anderen, weil euch geht es natürlich nicht um den einzelnen Händler. Also ihr könnt natürlich jetzt nicht sagen, wir nehmen dich an die Hand und mach das dein Geschäft so und so. Ich fand das jetzt sehr spannend, diese Unternehmer der Zukunft-Initiative, weil ihr da jetzt ja einen Ansatz versucht habt, also einerseits die Leute zu motivieren natürlich, Marktplatz zu nutzen, aber andererseits auch mit Coaches versuchen, das hinzubekommen. Aber ist ja aber eigentlich ja nicht so eure Art, ne? Also das andere Modell ist ja eigentlich das Spannendere, aber was sind denn für Erkenntnisse jetzt rausgekommen aus dem Prozess? Wo sind denn im Prinzip so die Hürden für die kleinen Händler oder die sich jetzt in dem Programm beteiligt haben? Genau, also vielleicht nochmal zwei Sätze auch als Kontext. Was ist es eigentlich? Wir haben letztes Jahr im Oktober dazu aufgerufen, liebe kleine Unternehmen, die ihr mehr in der Digitalisierung machen wollt, vielleicht damit aber ein bisschen zu kämpfen habt, bewerbt euch doch mal bei uns. Wir haben ein neues Programm aufgesetzt und wollen euch da unterstützen. Haben sich sehr, sehr viele beworben. Wir haben tatsächlich 23 dann ausgewählt. Eines der Kriterien, was uns dabei wichtig war, ist tatsächlich auch unterschiedliche Use Cases zu haben, also so den klassischen Fall offline zu online oder ich bin schon ein bisschen online, aber nur national, nicht international, um so ein Facettenspektrum auch abzudecken. Und das Zweite, wir haben tatsächlich geguckt, wer hat vielleicht zu kämpfen, aber wer hat das nötige Commitment? Also so ein bisschen wie jetzt vielleicht auch ein Investor, ein Florian Heinemann mit Project A auf ein Invest schauen würde und da ist ja, wer ist denn da das Gründungsteam und wie committed sind die, da spielt eine Rolle. Jetzt wollen wir da nicht investieren im finanziellen Sinne, aber wir wollten schon diejenigen auch unterstützen, bei denen wir das Gefühl hatten, da kann dann auch was dabei rauskommen. Und in der Tat, wir haben das mal mit einem neuen Modell versucht. Wir bringen uns da selber ein. Wir haben externe Experten mit reingebracht. Peter Höschel von Shop-Anbieter und so weiter. Und tatsächlich, was mich besonders freut, auch erfahrene Amazon-Seller. Also auch der Jens Wasel von KW Commerce ist einer von mehreren. Und in der Kombination, da gibt es ein Unternehmen, was machen will, was vielleicht aber noch nicht alles Know-how hat. Und den Coaches und uns sind da schöne Geschichten entstanden. Und in der Tat, die Learnings, die wir da auch so rausziehen, auch für uns, ist, dass ja, wir haben diese
primär Self-Service-Infrastruktur mit tollen Tools und Features hingestellt, aber ganz so einfach ist es dann halt doch nicht immer zu benutzen. Das Zweite ist, was wir, glaube ich, gut vermitteln konnten und deswegen ist Teil der Idee des Programms auch, andere zu inspirieren. Wenn man experimentierfreudig ist und wenn man sich Gedanken macht, wie kann ich mich denn differenzieren, wo ist denn meine Nische und dann auch einfach mal loslegt, dann kann das auch funktionieren. Also als Beispiel von den 23 Unternehmen waren, glaube ich, nur 10 überhaupt online am Anfang. Jetzt sind alle 23 online. By the way, nicht nur bei Amazon. Wir haben das ja auch so aufgesetzt, dass es nicht nur Amazon ist. 20 exportieren jetzt schon in andere Länder, 9 haben eine Eigenmarke angemeldet und ich glaube, 8 Jobs wurden schon kreiert dadurch. Also wir wollen darüber so ein bisschen zeigen, es geht was. Ja? Und wir ziehen da sicherlich unsere Erkenntnisse auch für uns raus, was wir noch besser machen müssen in der Kommunikation, im Design der verschiedenen Tools, in der Nutzbarkeit dieser verschiedenen Services. Also das ist eigentlich so der Hauptgedanke dabei. Ist eigentlich interessant zu sehen auch, was für Unterstützung braucht es. Oder es ist ja ohnehin, dieses ganze Ökosystem Amazon, diese Amazon-Welt wächst ja gerade enorm. Also die Amazon-Spezialisten sind jetzt da. Also für euch eigentlich ganz angenehm, weil ihr externen, wenn ich böse jetzt formuliere, sage Vertrieb oder Möglichkeiten habt, um einfach Bewusstsein für den Marktplatz zu schaffen. Aber andererseits eben auch Profitisierung und man hat ja momentan das Ding, so das Gefühl, das Internet wechselt zu Amazon. Also Amazon ist quasi Onlinehandel per se jetzt aus einer Markt- und Branchenperspektive heraus, was euch natürlich sehr recht sein kann. Du hast es vorhin angedeutet, da möchte ich vielleicht noch kurz nochmal nachhaken, auch intern natürlich. Mhm. Du vertrittst Marketplaces, hast aber angedeutet im Prinzip, ja, welchen Stellenwert soll der Marktplatz haben? Sind die würdig, in Anführungszeichen, in die Amazon-Handelswelt aufgenommen zu werden? Wie ist das bei euch? Also könnt ihr diese Themen so unabhängig voneinander vorantreiben oder wie müsst ihr da intern euch abstimmen? Also zum einen ist natürlich so, es gibt sogenannte Kategorieverantwortliche, ja, die schauen, ist das Kauferlebnis auf der Amazon-Webseite im Bereich Bekleidung und Schuhe oder Babyartikel oder was auch immer, ist sie so, wie sie sein soll, ja? Die quasi das Gerüst bauen und auch das Marketing, das Merchandising dahinter. So, aber wenn es dann darum geht, woher kommen eigentlich die Artikel, sind wir sehr getrennte Organisationen. Wir sind auch, also mit wir meine ich jetzt Marketplace und Amazon selber als Händler, also Amazon Retail. Wir sind bewusst im Wettbewerb zueinander aufgesetzt und das ist auch ein reger Wettbewerb intern und ist vielleicht auch ein Stück weit das Erfolgsgeheimnis. Munkeln ja immer alle so, ja, wir machen ja nur Marketplace, um unser eigenes Handelsgeschäft zu optimieren. Aber wenn man sich mal die Dimensionen ansieht und auch woher wir kommen, wir sind jetzt bei 50% Marketplace und Tendenz steigend und der überwiegende Anteil der Artikel kommt von Marketplace-Händlern. Deswegen kann das nur funktionieren als integraler Bestandteil des Kauferlebnisses, wenn Marketplace auch ein integraler Bestandteil ist. Ja? Und was tatsächlich passiert ist, ist über Zeit, wir haben Marketplace ein paar Jahre später angefangen aufzubauen und weil wir sehr getrennt agieren, sind bestimmte Möglichkeiten, Vermarktungsmöglichkeiten, bestimmte Tools und Features so ein bisschen parallel oder unabhängig voneinander entstanden. Und das ist etwas, an dem wir tatsächlich arbeiten, das wieder so ein bisschen mehr zusammenzubringen, auch weil sozusagen, wer ist ein Händler, wer ist ein Hersteller, ein bisschen mehr verschwimmt. Und was mich persönlich sehr freut, als ich angefangen habe vor 6 Jahren, war es tatsächlich so, wir haben die ganze Zeit gesagt, wieso haben die Lieferanten all diese schönen Möglichkeiten auf der Amazon-Webseite? Mittlerweile ist die Diskussion fast andersrum, weil wir halt auch wirklich für das Marketplace-Geschäft und zum Wohle der Marketplace-Händler verschiedene Sachen gebaut haben. Und ein paar haben uns total überrascht. Also das hast du vorhin, glaube ich, selber gesagt, dieses ganze Thema Amazon, SEO oder die Vermarktungsmöglichkeiten, das haben wir ja nicht selber getriggert. Das ist jetzt da. Wir überlegen auch noch, wie wir damit umgehen, aber ja. Ja, aber es ist nicht unnütz für euch. Ich glaube, da bekommt man auch noch mal ein besseres Verständnis. Was sind jetzt so Themen, die ihr zu verantworten habt, die im Prinzip andere zu verantworten haben und wie kombiniert man das? Ich habe es bewusst vermieden und ich hätte natürlich jetzt auch eine Liste mir geben lassen können und sagen, alles, was bei Amazon irgendwie ein Ärgernis ist und dich jetzt quasi so grillen und ist nicht zielführend. Und aus dem K5 geht es ja immer eher darum, perspektivisch nach vorne zu blicken und zu gucken, also ein Verständnis zu haben und die Chancen und Perspektiven rauszuarbeiten. Möchte aber doch zumindest die Chance geben oder auf den Punkt eingehen, wie geht man denn mit Problemen um? Also es tauchen Probleme auf, manche sind
gewollt oder nicht gewollt, also die Konkurrenzsituation, das ist halt nun mal so. Aber es gibt ja auch operative Themen und bestimmte Aspekte oder sagen, oder durchaus ja auch Händler untereinander sind ja auch Rangeleien, Abmahnungsgeschichten und was auch immer, was es gibt. Also wie ist der Prozess, um mit solchen Themen und Problemen umzugehen? Kommt natürlich immer schwer aufs Thema an, aber wir könnten ja nicht ernsthaft sagen, wir versuchen das kundenorientierteste Unternehmen der Welt zu sein und Händler sind auch Kunden bei uns, wenn wir das nicht sehr ernst nehmen würden. Ja? Und der Tahir hat ja vorhin schon ein paar Einblicke gegeben, die auch alle soweit richtig sind. Ja? Also wie wir mit Kundenfeedback umgehen, was es auch für Mechanismen gibt bei Amazon. Und von daher, wir versuchen alles sehr ernst zu nehmen. Wir sind auch, glaube ich, sehr zugänglich. Wir können nicht immer alles sofort lösen. Und wir können auch nicht für jeden Einzelfall eine Lösung finden in der Größenordnung, in der wir uns mittlerweile befinden. Aber nur mal so als Beispiel aus dem Alltag auch, unser Kundenservice und auch der Kundenservice, der für Händler zur Verfügung steht, also der Verkäuferservice, dessen oberste Leitlinie ist, behandle jeden Kunden wie einen Freund. Hört sich erstmal so esoterisch an, aber wenn man das sozusagen verinnerlicht und danach versuchen wir zumindest zu handeln, dann triggert das ganz andere Diskussionen und Prozesse, als wenn man sagt, na, jetzt müssen wir halt mal ein bisschen schauen, dass hier eine schnelle Antwort passiert. Oder wir haben vor 2 Jahren, glaube ich, die Möglichkeit geschaffen, wenn man uns kontaktiert, einen extra Haken zu setzen bei dem Thema, dieser Fall, dieses Anliegen ist wirklich sehr, sehr dringend, also quasi 9-11 oder 110. Oder das Thema, dass man tatsächlich Jeff und auch mir und auch Ralf Kleber schreiben kann und wir nehmen das auch ernst. Ob das immer der beste Weg ist, sei mal dahingestellt. Ja? Also würde ich jetzt auch nicht immer jedem raten für jeden Fall. Aber wir sind sehr bemüht, diese Kombination zu haben, aus einerseits natürlich genau unsere KPIs, die Daten zu verstehen und zu gucken, daraus abzuleiten, läuft irgendwas schief und unsere eigenen Schlüsse zu ziehen, als auch diesen einzelnen Anekdoten wirklich nachzugehen und daraus was zu lernen. Und das beeinflusst kurzfristig gewisse Prozesse, aber es beeinflusst vor allem auch unsere Innovationsdenke, unsere Planungen fürs nächste Jahr, für die nächsten 3 bis 5 Jahre. Da spielen solche Aspekte eine sehr, sehr große Rolle. Gut, ich glaube, vielleicht doch noch eine Ausblickfrage. Ausblickfragen bei Amazon sind immer so ein Thema. Aber was sind so die treibenden Faktoren und, also hast du ja angedeutet, Internationalisierung ist ein Thema jetzt irgendwie, Leute zu motivieren, das auch als Chance nutzen. Was sind noch 1, 2 Punkte, wo du sagst, da arbeiten wir gerade intensiv dran? Also was wir schon immer machen und was wir auch beibehalten werden, ist uns eher daran zu orientieren, was bleibt. Und das heißt, gute Preise, große Auswahl, Convenience, Delivery Speed, Liefergeschwindigkeit, da sind wir felsenfest davon überzeugt, das ist in 10, 20, 30 Jahren noch genauso relevant und von daher sind viele der Innovationen, die wir lancieren, daraus resultierend, ob das jetzt dann Prime Now ist. Ich glaube, was sehr spannend ist grundsätzlich, wo wir natürlich auch versuchen, ein bisschen selber die Agenda zu beeinflussen, ist das Thema Sprache, also Stichwort Alexa, etwas, was alles verändern könnte, möglicherweise, was einfach sehr natürlich ist, anstatt sich auf so einem komischen Tablet mit dem Finger rumsurfe. Und viele Leute, glaube ich, auch schon mal als Thema dieses ganze Thema maschinelles Lernen. Also früher hat man, glaube ich, künstliche Intelligenz gesagt. Unsere Experten, die schimpfen mich immer, wenn ich es als künstliche Intelligenz bezeichne. Aber dass wir sukzessive mehr in eine Situation jetzt kommen, insgesamt, nicht Amazon notwendigerweise alleine, dass tatsächlich Software-Algorithmen extrem schlau geworden sind und auch extrem akkurate Vorhersagen treffen können und da ergeben sich sicherlich auch noch Möglichkeiten und wir werden das machen, wie wir es immer gemacht haben. Wenn wir für uns selber was erkannt haben, was funktionieren könnte, dann werden wir auch versuchen, das über Marketplace anderen zur Verfügung zu stellen. Wunderbar, ich glaube, wir haben deine Perspektive kennengelernt, so Selbstverständnis und was so die Perspektiven sind. Herzlichen Dank, Markus Schöber. Danke.